Hallo und willkommen zurück bei Some Guide. Ich bin der Cognizan und ich chill heute mit dem Sti. Hi Leute, was los? Es ist folgendermaßen: Ich habe mir die Monster zusammengefarmt für den Veromoss. Und das sind folgende Monster, die ihr braucht für den Veromoss: einmal die Feuer-Succubus, den Argen, den Windvampir, die Mykene, die Wasser-Undine. Und wen braucht ihr noch? Den Kumai, genau, den Das ist Kumai. der ekligste von allen. Da Ja. brauchst du, da hast du entweder Glück und hast ihn sofort oder du hast ihn einfach nie. Auf jeden Du Fall. hast extrem lange gefarmt, bis du den hattest, wirklich. Ja, das geht schon einen Moment, bis man die alle zusammen hat. Aber wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt alle zusammen. Und was ich natürlich möchte für den Veromoss, sind sehr, sehr gute Runen. Und deswegen habe ich mir ein Runenpaket gekauft. Und zwar ein extra runde Runenpaket. Also Gewaltruhen hast du dir geholt? Genau, Gewaltrunen, die habe ich noch nicht aufgemacht. Die möchte ich heute mit euch aufmachen und sehen, was kommt. Auch für die, die noch nie ein Runenpaket aufgemacht haben. Im Moment gibt es die limitierte Edition, da kann man einen Runentyp auswählen und dann für das entsprechende einlösen. Ja, wir wollen natürlich niemanden anstiften dazu, jetzt Geld auszugeben für das. Das war jetzt einfach sozusagen die Begründung dafür, wegen dem Runeset, weshalb der Kunitzer das gekauft hat. Natürlich wegen dem Veromoss, der braucht natürlich fette Runen, das ist ja klar. Und ja, wir haben uns gedacht, das, keine Ahnung, das ist vielleicht noch cool anzuschauen für jemanden, der sich noch nie ein Package gekauft hat. Was kann da so dabei rauskommen, wenn man sich diese Runen kauft? Und ja, wir sagen selber gespannt, was dabei rauskommt. Wir wissen es selber nicht. Auf jeden Fall, ja, diese Runen kann man im Allgemeinen sowieso für fast jedes Monster gebrauchen. Extra Runde auf jeden Auf Fall, ja. jeden Fall. Deswegen denke ich auch, wenn da andere Stats kommen, ja, kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Sehr Ja, gut das gebrauchen. Einzige, was du jetzt wirklich nicht gebrauchen könntest, wären diese beschissenen Flat Stats. Ja, Flat Stats, So natürlich. eine Six-Star-Rune mit plus Defense. Na Ja, toll, das tut dann weh, Dankeschön. wenn man sie verkaufen muss. Ja. Aber Aber das ist ja unser Risiko. Wir gehen das ja ein das ist und so, das ist. deswegen, Genau. ja. Ja, wir hoffen jetzt mal. Ich werde jetzt aufmachen und mal sehen, was dabei rauskommt. Ich wünsche dir auf jeden Fall Glück. Danke und los geht's. Oh, Jawohl, nice, jawohl. Genau nice, solche Runen, die wollen wir nice, hier sehen. sehr, sehr Die kann ich nice. auf jeden Fall gebrauchen. Zwar Das ist nicht für wirklich. Veromoss, aber auf jeden Fall für ein Alter, anderes Monster. das ist eine 6-Sterne Mit extra Runde Rune mit Crit-Rate. Attack-Prozent und Crit-Rate. Wir gehen zur nächsten Rune. Oh, Jawohl, eine nice, Veromoss-Rune. nice. Veromoss-Rune. Nice, sehr nice. Keine Flat Stats bis jetzt. Die ist auch Die nice. ist auch nice. Auch nice. Gute Nebenstats auch für Veromoss. Der braucht ja Aquarius. Oh, was geht? Oh, Was was geht? geht? Was denn los bei Was dir? Also, los? das ist jetzt wirklich, denk mal, das ist jetzt wirklich. Ich Mein habe keine Gott. Ahnung, ob das immer so ist bei den Runen-Packages, aber das ist ja wirklich, das ist der Wahnsinn. Das ist. Nee, das ist wirklich Hammer. Das sind wirklich, wirklich sehr schöne Runen. Jawohl, Nice. jawohl, jawohl. Also, nee, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Du hast jetzt gerade Fünf. dreimal 6-Sterne-Runen bekommen Ja. und keine davon waren Flat-Stat. Und keine davon waren Ja, keine der. nicht Also, zu gebrauchen. ja, wirklich, sind Auf jeden wirklich Fall. alle enorm gut. Attack 6 Sterne, HP 6 Sterne. Wahnsinn, Wahnsinn. Haben wir noch ein Geschenk bekommen von Ja, Komm gut, zu us. das haben wir jetzt vergessen hinzuzufügen am Anfang Ja. des Videos. Deswegen ist das so jetzt so, vielleicht so ein bisschen die Belohnung. Wenn ihr das Video bis jetzt angeschaut habt, dann gibt es jetzt noch was Kleines drauf von dem Kognizan. Und zwar sind das in diesem Fall 21 Mystical Scrolls, die ich gleich aufmachen werde. Und wir hoffen doch auf Food. Food. Genau, weil Und viele Golems. ich brauche Trollems, ich brauche Food, ich brauche. Ich sag mal wirklich, Golems sind die allerbesten Ja, Food-Monster. ich brauche wirklich Food. Also wie ihr sehen könnt, ich habe hier enorm viel Platz. Das ist wegen den Monstern, die ich jetzt schon alle aufgewertet habe, für den Food für Veromoss. Und ja, deswegen 3-Sterne-Food kann ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Wir hoffen trotzdem, dass Dass ein, zwei wenigstens noch ein, zwei Lightning Blitze einschlagen auf jeden Fall, werden. ja. Und der Akku ist bald. Der Akku ist bald alle, aber scheißegal, Wir schaffen das das noch vor dem interessiert uns jetzt Akku. nicht. Wer braucht schon Akku? Wir starten gleich mit der ersten Mystical Scroll.
Und kein Cyrus und auch keine Charlotte in der ersten Runde. Leider nicht, nein. Aber Food, aber Food. Ohne Schlange. Sehr jawohl. Gut, sehr gut. Food immer zu gebrauchen, sehr gut, jawohl. Noch mehr Food. Immer gut. Lightning, Blitze und was kommt? Ja, Feuer-Pierrette. Habe ich schon auf der Bank. Ich würde sagen, die brauchst du nicht, aber das ist auf jeden Fall ein 4-Sterne-Food. Auf jeden Fall. Das kann man wirklich immer gebrauchen. Starten wir. Nix. Und wer noch, den kannst du... Nee, ach scheiße, den kannst du nicht mehr gebrauchen. Den könnte ich noch gebrauchen, weil das ist ein Fusionsmaterial für die Mykene, also die Wasser-Undine. Ja, Wasser-Undine. Wie auch immer. Wie auch immer man das ausspricht. Ja, deswegen könnte man das gebrauchen, aber du brauchst es ja nicht mehr. Ich hab die schon zusammen. Ja, Food. Ja, obwohl der Pinguin-Ritter, der ist wirklich gut, wie gesagt. Ja, den kann man schon brauchen. Vor allem für Thor wird der sehr oft genutzt. Ja, ist auch wirklich gut. Seine Skills, die sind wirklich gut. Ich finde es halt, ja, ich keine Ahnung, ich finde den nicht so cool. Ob Lightning. Blitze. Und, was ist es? Jawohl, hast du die schon? Die habe ich noch nicht, nein. Ich finde die wirklich Wahnsinn, ich finde die wirklich cool. Full Health, ja, auf jeden Fall. So, weißt du, was wir jetzt machen? Moment, Entschuldigung für die Störung, wir müssen jetzt dieses scheiß Tablet mal ein bisschen einstecken, sonst geht es uns noch drauf während dem Video und das wäre natürlich nicht so cool. So, jetzt läuft wieder. Und ja, dann können wir jetzt eigentlich weitermachen. So. Nee, die Wassersylph, ich weiß nicht, wie sie heißt, wenn sie entwickelt ist, aber ich finde die wirklich cool. Die hat bei der zweiten Attack ein, die macht dieses Monster, welches sie angreift, mit der zweiten Attack auf Max Cooldown, also die Fertigkeiten sozusagen, ja, wie bei den Zyros, wie bei den Dritten, ja. Einfach nur Einzeltarget und nicht AOE. Okay, okay. Aber das ist wie die Wüstenkönigin. Keine Ahnung, ich habe die Feuerwüstenkönigin, die ich schon habe, die macht das auch mit, aber mit der dritten Attack. Ja, sie macht das mit der zweiten und mit der dritten macht sie einen Full-Hilf. Und ja, das finde ich wirklich, ja. Das ist wirklich sehr nice. Ich spiele sie mir auf jeden Fall hoch. Oh, Blitze, Lightning. Was ist denn los hier? Kannst einmal Food gebrauchen und da kommen da Blitze. Ah, den hatte ich schon. Ah, gegen diese fight ich gerade in dem Tor 90. Die lassen sich auf jeden Fall ordentlich ein bisschen durchkauen, bis da mal durch ist. Da kommt noch eine Hexe, noch mal ein Pinguin. Noch mehr Blitze. Was ist denn los? Und der Gildon. Jawohl. Hast du den? Nee, den habe ich noch nicht. Wow, nice. Kurz ein Statement zu dem Gildon. Wirklich, das ist von den Taoists ist der Wasser- und der Dunkelheitstaoist sind die einzigen Net Force von den... von den Taoists. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was Falsches gesagt habe, ob der Licht auch ein Net 4 ist oder ob das ein Ah, Kai das ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Weiß so. Ich nicht. Auf jeden Fall der Gildung, also der Taoist, der Blaue, ist auf jeden Fall wirklich ein gutes Monster. Enorm gut. Ein Nuker. Ein wirklich guter Nuker. Da hat er auf der zweiten hat er ein AOE. Ein AOE-Attack, den könnte ich jetzt mal durchlesen, wenn ihr wollt. Und auf der dritten hat er einen multiplen Angriff auf ein einzelnes Ziel, welches die Verteidigung noch durchbricht und der macht wirklich enormen Schaden. Also der Gildon ist wirklich ein gutes Monster, ein guter Damage-Dealer. Herzlichen Glückwunsch. Den kann ich auf jeden Fall gebrauchen, auf jeden Fall. So, was hatten wir bis jetzt? 4 Lightnings? Ja, schon was. Schon leider Chloe, schon voll. Ja, da kannst du noch auf die Iona hoffen, die Licht. Aber die werden leider keine Blitze kommen. Mehr. Lebende Rüstung. Jawohl, so und jetzt kommt noch etwas. Ach so, ja, du hast ja sogar noch eine Sonderbeschwörung, genau. Habe ich noch zusammengefarmt. Und jetzt kommt die Valkyrie. Wir hoffen doch drauf. Ja, mal schauen. Leider nicht. Keine Blitze. Nee, bei den Sonderstein, da erwarte ich normalerweise überhaupt keine Blitze, weil ich noch nie einen gesehen habe oder vielleicht einmal. Auf jeden Fall viel zu wenig. Ja, ich halte nicht so viel von den Sonnersteinen. Kann sein, dass da andere mehr Glück haben. Bei mir war nichts bis jetzt. Auf jeden Fall 2 gute Net Force bekommen. Jo, können wir nochmal durchschauen. Ja, sie kann es auf diese jeden Fall diese 2, ja, weiß nicht. Also die Feuer-Pierrette habe ich ganz ehrlich schon einmal als Food genutzt. Ja, die Pierrettes, die sind eigentlich alle wirklich gut. Ich gehe mal stichwortartig beschrieben, könnte man sagen, die Wind-Pierrette ist so auf Einzel-Target, ist sie wirklich, ja...
ich sag mal, ein wirklich extrem guter Nuker, weil sie halt Einzeltarget enorm viel Schaden raushaut. Ihr habt vielleicht das Guide von mir gesehen. Und die Julie, die Wasser-Pierrette, die macht halt enorm viel AOE-Damage, also auf alle Gegner. Ja. Und ja, die Feuer-Pierrette, die ist jetzt auch nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Aber ja, ich finde halt die Wind und die Wasser finde ich ein bisschen besser. Die mag ich wirklich sehr. Und du hast ja die Julie, von daher kannst du die Rote eigentlich wasten. Ja, die hat so einen ähnlichen Attack wie der Lucian. Ja, so ein bisschen ähnlich halt. Geht nur so in die Richtung. Geht in die Richtung von dem Schaden auf jeden Fall, einfach ohne Deathbreak. Das ist der Unterschied. Wollen wir mal anschauen. Wirft eine große Zahl Karten auf alle Feinde, greift 6-mal an, wenn die Fertigkeit bei vollem HP genutzt wird. Das ist auch noch ein kleiner Unterschied. Ja, ja, wenn sie angreift, wenn sie voll HP hat, dann greift sie 6-mal an und dann kann sie auf jeden Fall vergleichbaren Schaden machen mit dem Lucian. Ist dann halt so ein bisschen, wenn sie nur noch Half-Life hat, dann macht sie auf jeden Fall weniger Schaden. Aber ist ein gutes Monster, ist wirklich, wirklich ein gutes Monster. Ja, und auf jeden Fall sonst wieder genügend Food hier. Das sage ich natürlich nicht. Nein, danke, kommt was. Und wollen wir jetzt, darf ich mir deine Runen nochmal vom Lucian? Ja. Nee, die du bekommen hast. Ach, okay, ja. Ja, auf jeden Fall, weil die sind wirklich Hammer. Ich glaube, du hast da wirklich, Alter, die will ich gut. Auch nehmen. Die ist gut, ja. No. Die ist gut, ja. Nee, ich glaube, die kann dir wirklich jeder gebrauchen. So ziemlich jeder. Leider keine Speedrune auf der 2, das wäre ja, natürlich das der Oberhammer. Aber nee, auf jeden Fall, mit HP bist du auf jeden Fall als erstes mal gut versorgt. Denke ich auch, ja. Hier unten. Leider keine Nebenstats mit Speed. Das ist so. Aber das kann ja noch kommen. Man muss sehen, die sind ja überhaupt noch nicht aufgewertet. Ja, das stimmt. Das kann wirklich alles noch kommen und sind auf jeden Fall wirklich gute Runen. Das stimmt. Die sind der Hammer. Die kannst du auf jeden Fall gebrauchen. Das denke ich auch. Und ja, gibt's noch was? Nein, bis so lange haben wir alles gemacht, eigentlich, was ich machen wollte. Jo, und natürlich hoffen wir wie jedes Mal, dass ihr vielleicht, ja, keine Ahnung, dass es euch vielleicht ein bisschen interessiert hat mit den Runen. Was kann dabei rauskommen? Wir haben es gesehen. Aber ich denke mal, das kann auch passieren, dass da jetzt wirklich nichts Gebrauchbares kommt oder dass da wirklich die meisten Runen nur Müll sind oder dass vielleicht eine kommt, die man gebrauchen kann. Ich würde schon fast sagen, das war jetzt ein bisschen Glück, dass du da so viele gute Runen bekommen hast. Das war es auf jeden Fall. Aber die Hauptsache ist, du hast sie. Das ist so, ja. Und das geht es. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten mit dem Video und ein bisschen weiterhelfen eventuell. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, gibt's noch was? Haben wir alles durch? Wir haben alles durch bis jetzt. Jo, und dann, keine Ahnung, dann bedanken wir uns fürs Einschalten und wir hoffen natürlich, wir sehen uns in dem nächsten Video.